Hi Leute, ja, endlich Donnerstag. Ich verzweifle langsam an diesem Buch. Es gibt natürlich für euch heute ein Buch, aber etwas später, glaube ich, weil ich es nicht so richtig schaffe. Ich habe alles schon einmal aufgenommen, dann hat mir die Kamera alles versaut, die Aufnahme war dahin, dann habe ich nochmal aufgenommen, habe alles rübergeguckt und ja, jetzt spiele ich es zum dritten Mal ein. Ich hoffe, es funktioniert, sonst ist dieses Buch, ich spreche es nicht aus. Die Rede von einem richtig coolen Buch, was ich euch jetzt vorstelle, ist Warrior and Peace vom Drachenmond Verlag. Ja, so hört sich's erstmal ganz gut an, finde ich. Wenn man dann aber weiß, dass die Protagonistin Warrior heißt, ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt den Namen genommen, ganz ehrlich nicht. Ja, von Stella A. Tack, Tack, wie auch immer. Sie ist Warrior Pandemos, und sie ist die Tochter des größten wahnsinnigen Götter Hades und Aphrodite. Tja, ein besserer Einstieg kann ja eigentlich ein Buch gar nicht geben. Jetzt ist das Coole daran an dem ganzen Buch, sie hat Problem, und zwar hat sie den Medusa-Effekt. Das bedeutet nicht, dass sie Schlangen auf dem Kopf hat, sondern sie ist wunderschön, wirklich wunderschön, muss aber versuchen, immer ihre Haare vorzumachen oder einen Hoodie zu tragen und ihre Hände zu bedecken. Denn wenn jemand sie anblickt, dann kann der dadurch wahnsinnig werden. Oder nee, nicht kann, sondern man wird wahnsinnig. Einfach weil sie so wunderschön ist. Ja, und das ist natürlich echt gar kein Segen. Das ist richtig schlecht. Sie denkt auch selber von sich, dass sie hässlich ist. Muss man sich auch mal überlegen. Sie ist wirklich wunderschön und denkt, ja, aber die Leute werden einfach wahnsinnig, wenn sie sie angucken. Und da habe ich mir gleich am Anfang gedacht, so, wie soll das funktionieren? Wie möchte man denn einen Protagonisten überhaupt kommunizieren lassen mit anderen, wenn die alle wahnsinnig werden, wenn sie sie angucken? Aber es funktioniert. Hier hat Stella alles richtig gemacht. Sie hat ein richtig cooles Buch geschrieben, weil das war auch immer so eine Frage für mich. Drachenmond Verlag, sieht das Artwork immer super genial aus. Also ich finde es hier auch total ansprechend natürlich. Und ist der Inhalt dann eigentlich so gut wie das Cover? So, und wir steigen in der Geschichte auch schon ein. Also Warrior ist ein ungeliebtes Kind. Das Wichtige, was hier oder worum es sich eigentlich dreht, ist, die Götter müssen eigentlich Platz machen. Ja, die Götter sind mehr oder weniger jetzt fertig und jetzt dürfen die Kinder an die Reihe kommen. Und das wollen die Eltern gar nicht. Ja, und die haben aber einen Plan, wie sie die Kinder irgendwie wegschaffen können, einsperren oder sonst was. Da möchte ich nicht so viel spoilern. Und ja, das wollen die Kinder natürlich auch nicht. Also kommt dann wirklich krasser Konflikt zwischen Kinder und Erwachsene im Grunde raus. Und ja, das sie nur auf Götterebene. Also ein bisschen heftiger. Und das merkt man auch gleich. Also irgendwas ist hier nicht ganz richtig, denn der Baum, der wurde von einem Blitz getroffen wohl und schlug ins Haus ein und hat jetzt Warrior aufgespießt. Erneut starrte ich an mir runter. Mein Hirn war vollkommen überfordert mit dem Anblick, der sich mir bot. Der Ast hatte mich in der Bauchnabelgegend aufgespießt. Er ging direkt durch mich hindurch. Wie es aussah, lag ich in meiner eigenen Blutlache. War da ein Stückchen Darm zu sehen? Ich war zwar kein Experte in Biologie, aber das sah mir verdächtig nach einem wichtigen Teil meines Verdauungssystems aus, welches neben dem Holz hervorquoll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie nannte man dieses Teil nochmal? Zwölffingerdarm? Na toll, jetzt wurde mir auch noch schlecht. Vielleicht benötigte man den ja überhaupt nicht. Vielleicht war er so ein verkümmertes Steinzeit-Menschüberbleibsel wie der Blinddarm. Ha! Genau. Und bestimmt steckte der Ast gar nicht so tief in mir drin, wie ich zuerst angenommen hatte. Wahrscheinlich war es nur ein oberflächlicher Kratzer und ich musste lediglich ein wenig an der Rinde pulen. Zögerlich packte ich das Holz in meinem Bauch und zog. Mit ihm kam ein ganzes Stück meines Inneren heraus. Entsetzt ließ ich los und unterdrückte ein hysterisches Kreischen. Ich hyperventilierte. Scheiße!
Ich hyperventilierte. Jetzt ganz ernsthaft. Das war mein Ende. Ich war am Arsch. Kratzte die Kurve. Würde die Radieschen von unten sehen. Über den Jordan gehen. Den Löffel abgeben. Oh Gott. Oh Gott. Erneut stupste ich das spitze Ende des Astes an, das mich genau am Bauchnabel wie Schaschlik aufgespießt hatte. Mein Magen ballte sich bei dem Anblick zusammen. Es schmatzte feucht und ziemlich fleischig. Oh nein, jetzt musste ich kotzen. Tränen traten mir in die Augen, als ich angestrengt die Galle nach unten schluckte. Die Wunde klaffte auf und ich konnte meinen dünnen Darm erkennen. Zumindest glaubte ich, dass es sich darum handelte. Ein Anblick, der mich noch Jahre später verfolgen würde. Er erinnerte mich ein wenig an Wiener Würstchen. Ich würgte haltlos. Was sollte ich denn jetzt machen? Hilflos blickte ich mich um. Der Regen klatschte immer noch durch das zerbrochene Fenster. Es war eiskalt im Raum. Sollte ich versuchen, den Ast weiter herauszuziehen? Aber noch viel wichtiger. Wie sollte ich dieses Chaos meiner Mutter erklären? Ich war wie befohlen in meinem Zimmer geblieben und hatte genau das getan, was ich tun sollte. Also konnte sie mir nicht böse sein, oder? 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 Vielleicht sollte ich das Holz einfach drin lassen. Vielleicht verhinderte genau dieses, dass ich verblutete. Wer wusste das schon? Bei den Göttern, ich war kein Arzt. Hilfe? Um Hilfe rufen war doch ein guter Plan. Andere waren hoffentlich schlauer in medizinischen Baumaufspießfragen als ich. Leider kam niemand. Hilfe! Ich begann mit den Beinen zu strampeln, hörte jedoch schnell wieder damit auf. Verdammt, tat das weh. Hallo? Ist da jemand? Diamond? Opal? Ruby? Höllenhunde? Immer noch niemand. Frustriert pustete ich mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Hallo? Tränen traten mir in die Augen. Ich war kurz davor, meine Nerven zu verlieren. Gedanklich sah ich mich bereits ein Leben lang mit einem gigantischen Ast im Bauch herumlaufen. Gab es Behindertenparkplätze für solche Fälle? Und Toiletten? Gerade überlegte ich, ob man Pizza essen konnte, wenn einem die Hälfte des Darms fehlte, als mein Arsch zu vibrieren begann. Erschrocken verschluckte ich mich an meinem eigenen Schluchzen und hustete blutige Klumpen aus. Mit steifen Fingern griff ich in die Gesäßtasche und holte mein Handy heraus, das, wie durch ein Wunder, noch lebte. Pling! Eine SMS blinkte auf. Hey Prinzessin, alles okay? Hast du heute Shopping Queen gesehen? Ich sage nur OMG. Es war Maddox. Meine Rettung. Den Göttern sei gedankt. Und ja, ich hatte die Sendung gesehen. Dieses Outfit war wirklich potthässlich gewesen. Mit zitternden Fingern tippte ich SOS. Brauche Hilfe. Prompt schrieb Matt zurück. What's up? Ein Baum steckt in meinem Bauch fest. Was? Ein Baum steckt in meinem Bauch. Was? Entnervt schnalzte ich mit der Zunge und machte ein Foto. Da! Bauch! Baum! Aua! Hilfe! Hä? Sorry. Heilige Scheiße, ich hab das Handy fallen lassen. 5 Minuten, halte durch. Beeil dich, bevor ich hier noch Wurzeln schlage. Ja, so eine coolen Sprüche kann man natürlich nur geben, wenn man unsterblich ist. Aber sie hat mehr Probleme, als nur erwachsen zu werden oder zwischen den Stühlen zu sitzen, denn sie ist das ungeliebte Kind. Sie hat auch Blut, was silbern ist oder wird im Laufe des Buches. Und natürlich weiß sie gar nicht so, warum und weshalb das alles so ist. Und es ist schon eine coole Thematik definitiv, aber auch ein Charakter, der echt richtig krass ist. Nicht nur von den Sprüchen, sondern was ihr alles
so widerfährt. Das ist natürlich wirklich krass, was in Warrior and Peace hier im ersten Band vorkommt. Zweiter ist auch schon draußen. Ich weiß gar nicht, der dritte vielleicht auch, aber da weiß ich jetzt nicht genau, da habe ich nicht nachgeguckt. Es ist ein toller Fantasy-Roman für Jugendliche, aber natürlich auch für Erwachsene. Und wer da mal reinschmökern möchte, der sollte sich das auf jeden Fall mal holen. Ja. Ich hoffe, euch hat das Buch gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, ein Daumen hoch, ein Abo wäre cool und schreibt was unter die Kommentare, falls ihr es gelesen habt, falls ihr den zweiten Band schon gelesen habt, wie euch das ganze Ding gefällt. Und ja, wir sehen uns dann Sonntag. Bis dahin, eine schöne Woche euch. Macht's gut, euer Tigurio.